Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüße dich ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 707. Eichhorn-Wanderung am Samstag, dem 26. Februar 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich wandere durch die Innenstadt von Lübeck, durch das historische Zentrum, das ja im Zweiten Weltkrieg oder am Ende des Zweiten Weltkrieges heftig zerstört worden ist. Und den Lübeckern ist natürlich auch das eine oder andere passiert im Wiederaufbau, wie zum Beispiel jenes Gebäude, das hier an das bekannte und viel zitierte Fassadenmischmasch des Rathauses anschließt. Dieser Arkadengang ist uns ja besonders lieb geworden, denn er ist ein sozusagen ein Cantus Firmus in der allerersten Verfilmung des Romans Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Ja, und das ist jener Film mit Hans-Jörg Felmy als Thomas Buddenbrook. Hier geht er auch seinen schweren letzten Gang, schwer krank durch seine septische Zahnentzündung. Und hier oben stirbt er dann bei der Ratssitzung in diesem Saal. Und ich werde jetzt ein bisschen auf Thomas Manns Spuren durch Lübeck gehen. Werde natürlich auch hier hinten kurz Notiz nehmen von einem der wichtigsten Dinge in Lübeck, Niederegger Marzipan. Ja, ich werde nach hinten gehen zur Fischergrube in die Mengstraße, werde das Geburtshaus von Thomas Mann besuchen, wo er im Jahre 1875 das Licht der Welt erblickt hat, werde in den Dom hineingehen und ein bisschen nach hinten wandern, Trabe abwärts sozusagen zum Heilig-Geist-Hospital und werde dort noch das Haus der Schiffergesellschaft besuchen. Und dann werde ich mich vielleicht in irgendein kleines Café zurückziehen und ein paar Seiten aus den Buddenbrooks lesen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen Samstag mit vielleicht ein bisschen Lektüre von Thomas Mann.